In dieser Botschaft nähert sich Gott in einem kritischen Moment, in dem der Schatten des Todes droht, uns zu erfassen. Es ist wichtig, dass wir nach Erlösung streben. Amen. Die Engel machen sich Sorgen um sie, da viele Menschen um sie herum von Neid erfüllt sind, ihre Bemühungen zunichte machen wollen und auf ihren Untergang hoffen. Der Feind ist am Werk und versucht, sie von dieser Botschaft abzuhalten, weil er nicht möchte, dass sie die Befreiung und Erhöhung erfahren, die Gott für sie bereithält. Allerdings müssen sie bis zum Schluss standhaft bleiben. Gott hat offenbart, dass es für ein erfolgreiches Leben unerlässlich ist, dass wir auf alles achten, was wir in diesem Moment teilen werden. An diesem Tag wirst du gesegnet sein. Um zu beginnen, müssen Sie den Kanal abonnieren und ihm ein Gefällt mir geben, was zur Begleichung aller Ihrer Schulden führt. Die Engel sind bestrebt, dir Gesundheit und Weisheit zu schenken, denn Gott hat dir geboten, erhöht zu werden. Sie können den Prozess beginnen, indem Sie 115 kommentieren. Dies ist die erste Bitte der unzähligen Segnungen, die durch diese himmlische Botschaft übermittelt werden. Es ist eine Lösung auf dem Weg und Gott plant, Sie noch in dieser Woche mit einer großen Geldsumme zu segnen, aber nur, wenn Sie diese Botschaft mit zwei Menschen teilen. Die Engel offenbaren, dass Ihr Leben voller Fortschritt und Wohlstand sein wird und dass Sie erhöht sein werden, wenn Sie göttliche Pläne annehmen. Gott hat eine Warnung geschickt, dass jemand, den Sie seit Ihrer Kindheit kennen, plant, Ihren Beziehungen zu schaden. Sie warnen ihn, dass etwas Schreckliches passieren wird und versuchen, ihn zu umzingeln. Es ist wichtig, dass Sie jedem Wort dieser Botschaft aufmerksam zuhören. Gott sagt, dass es in den nächsten 3 Stunden eine große Bestätigung in Ihrem Leben geben wird und Sie einen Anruf von einer sehr wichtigen Person erhalten werden. Kommentieren Sie 6646, um den Herrn um Vergebung all Ihrer Sünden zu bitten und sicherzustellen, dass Sie ein Mensch mit großem Fortschritt werden. Lieber, du bist die Verheißung des Herrn und selbst wenn das Böse versucht, dein Glück zu stehlen, musst du an dieses Wort glauben, denn nichts kann dich beeinflussen. Das Universum wird sich zu ihren Gunsten verschwören und dafür sorgen, dass in ihrem Leben alles in Harmonie funktioniert, und sie werden mit Fülle gesegnet sein. Gott liebt dich zutiefst und möchte dir den wahren Weg zum Glück zeigen, wo Schmerz und negative Gefühle keinen Platz haben. Die Engel warnen davor, dass der Tod letzte Nacht versucht hat, sie zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, dass sie stark bleiben und bis zum Ende auf diese Botschaft hören. Sie können ihr Engagement zum Ausdruck bringen, indem sie 2323 schreiben und damit erklären, dass die Krankheit nie wieder in ihr Zuhause eindringen wird, da dort nur Platz für Sieg, Erfolg und Freude bleibt. Gott warnt davor, dass sie ein großes Risiko eingehen, wenn sie diese Botschaft jetzt aufgeben, da es überall um sie herum Bedrohungen gibt. Gott ist immer an ihrer Seite und bereit, sie vor jedem Schaden zu schützen, aber ihr Glaube muss noch stärker werden, um sicherzustellen, dass alles gut wird. Gott hat auch offenbart, dass ihr Sieg nahe ist, aber um ihn wahr werden zu lassen, müssen sie zwei Menschen helfen und ihre Woche wird voller Segen sein. Engel reisen von weit her, um sie vor allen negativen Energien zu schützen, die sie aufgrund böser Einflüsse zurückhalten wollen. Sie können ihr Engagement zum Ausdruck bringen, indem sie 4343 kommentieren, um sich von all ihren Sünden und Illusionen im Leben zu reinigen, im Vertrauen darauf, dass sie mit dem Herrn kein Scheitern erleben werden. Gott warnt davor, dass aufgrund der Sünde die Liebe zwischen Menschen abnimmt und man niemandem blind vertrauen sollte, da der Feind sonst locken wird. Sie können mit Überzeugung wiederholen, hier, du bist meine Zuflucht, und zeigen, dass ihre größte Sicherheit in ihm liegt und dass sie sich ohne Angst an ihn wenden können. Die Engel möchten ihnen gerne eine aufregende Offenbarung über jemanden von größter Bedeutung in ihrem Leben mitteilen, der bald enthüllt wird.
Lieber, wenn Sie ein würdiges Leben voller Möglichkeiten wünschen, können Sie auch 6565 schreiben, um zu zeigen, dass Sie dem Herrn immer näher kommen und darauf vertrauen, dass Ihre Projekte harmonisch verlaufen. Gott sendet eine Warnung, die darauf hinweist, dass eine engere Kommunikation mit ihm erforderlich ist, damit alle seine Pläne wahr werden. Er verriet, dass sie vor dem 22. September eines ihrer wichtigsten Ziele erreichen werden, solange sie diese Botschaft verbreiten. Die Engel übermitteln eine wichtige Warnung und sie müssen aufpassen, da jemand plant, ihnen aufgrund eines vergangenen Konflikts Schaden zuzufügen. Gott liebt dich sehr und möchte dich beschützen. Sie können 4341 kommentieren, um ihren Schutz zu gewährleisten. Sie sind durch die Hände Gottes versichert, der sie niemals im Stich lassen wird. Gott warnt davor, dass eine extrem negative Energie letzte Nacht versucht hat, in ihr Zuhause einzudringen, und deshalb hat er ihnen diese Nachricht geschickt. Die Engel warnen davor, dass sie, wenn sie diese Botschaft ignorieren, möglicherweise ihre letzte Gelegenheit verpassen, heute Segen zu erhalten. Gott hat versprochen, alle Krankheiten in ihrem Zuhause vollständig auszurotten, und dieses Versprechen wird vollständig erfüllt, wann immer sie sich entscheiden, diese Botschaft weiterzugeben. Lieber Sohn, seien Sie versichert, dass Sie niemals hilflos sein werden. Heute ist der Herr herabgekommen, um Sie zu retten, was zeigt, dass Sie immer noch die Möglichkeit haben, ein erfolgreicher Mensch zu werden. Die Engel weisen darauf hin, dass Ihre Zukunft überaus erfolgreich sein wird, wenn Sie sich von diesem Moment an dazu entschließen, die notwendigen Samen für zukünftige Erfolge zu säen. Die Engel warnen davor, dass etwas Schreckliches in Ihrem Leben passieren könnte, wenn Sie versuchen, diese Botschaft zu diesem Zeitpunkt aufzugeben. Diese Aktion kann schwerwiegende Probleme auslösen. Sie raten Ihnen, sich von einer bestimmten Person fernzuhalten, da dies zu noch schlimmeren Folgen führen kann. Gott wird etwas Überraschendes offenbaren, aber nur, wenn Sie diese Botschaft weitergeben und bis zum Ende schaffen. Sie werden diesen großen Segen genießen können. Letztendlich müssen Sie bedenken, dass Scheitern keinen Platz hat, wenn es Hoffnung gibt. Es hängt alles von Ihrem Glauben ab. Der Herr wird dafür sorgen, dass dies wahr wird. Die Engel warnen davor, dass heute Nacht etwas in Ihr Zuhause eindringen und Ihren Schlaf stören wird. Wenn Sie eingreifen möchten, hinterlassen Sie Ihr Like. In den nächsten 22 Stunden wird ein unerwarteter Segen in Ihr Leben kommen, begleitet von einer großen Sache, die noch vor dem 23. September passieren wird. Gott erwähnte, dass er ihn sehr liebt und wies darauf hin, dass jemand in seiner Familie vor einer kritischen Zeit steht. Du wurdest heute auserwählt, in dieses Leben einzugreifen. Die Engel kämpfen gegen den Feind, der sie von dieser Botschaft abhalten will. Sie müssen bis zum Ende widerstehen. Bitte kommentieren Sie 6565, um zu bestätigen, dass die meisten Segnungen auf Sie zukommen werden. Gott behauptet, dass die kommenden Wochen friedlich sein werden, solange Sie um Vergebung für alle Ihre Sünden bitten, sofern Sie dies nicht bereits getan haben. Die Engel glauben, dass Sie durch das Erreichen dieses Punktes bereits gezeigt haben, wie sehr Sie Gott lieben, und dass dies einen großen Unterschied in Ihrem Leben bewirken wird. Nachdem Sie diese Botschaft gehört haben, werden Sie die göttliche Gnade spüren. Die Engel offenbaren, dass heute Frieden in Ihr Herz eindringen und Ihren Tag mit Segen erfüllen wird. Du musst nur glauben. Gott hat diese Warnung gesandt, damit Sie das Ende erreichen und den Tod von Ihrem Weg entfernen können, damit Sie erneut vom Herrn gerettet werden. Kommentieren Sie jetzt 5353, um eine der letzten Petitionen an alles zu senden, was durch diese Nachricht geteilt wurde. Die Engel hatten eine Vision, in der alles in seinem Leben gut beginnen würde und alle seine Bedürfnisse durch die Hände seines Vaters beseitigt würden.
Bald wird eine Offenbarung über jemanden geschehen, der ihr Leben gestört hat, ohne zu bemerken, dass Gott gekommen ist, um ihnen seine Hand zu reichen. Der Feind hat eine riesige Falle aufgestellt, um sie zu Fall zu bringen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie jeder Sekunde dieser Nachricht mit äußerster Aufmerksamkeit zuhören. Gott wird dich bei jedem Fall aufrichten, den der Feind dir auf den Weg zu legen versucht. Denn wer glaubt, ist unverwundbar. Schreiben Sie 6464, um zu bitten, dass der Neid aus Ihrem Leben verbannt wird und dass Sie von ganzem Herzen vergeben, selbst denen, die Böses planen. Gott ist der Grund, warum Sie noch am Leben sind. Deshalb sollten Sie jede Minute dankbar sein für all die guten Dinge, die auf Sie zukommen. Die Engel weisen darauf hin, dass Sie in den nächsten 12 Stunden einen Anruf erhalten werden, der sich aus dieser Botschaft als Segen erweist und eine neue Chance mit sich bringt. Gott hat etwas Wichtiges mit Ihnen zu teilen und eine dieser Botschaften kann Sie auch in diesem Monat zu einem erfolgreichen Menschen machen. Schreiben Sie 5656, um alle Gefahren auszuschließen, die heute auf Sie zukommen könnten. Der Herr, dein Retter, ist gekommen, um dich aufzurichten. Die Engel warnen, dass Ihr Leben in Gefahr ist, weil Menschen etwas sehr Schädliches gegen Sie planen. Bitte nehmen Sie das ernst. Gott liebt dich zutiefst und möchte, dass du akzeptierst, dass er dein einziger Retter ist und alle Lücken in deinem Herzen füllt. Die Engel offenbaren, dass eine Frau mit langen Haaren versuchen wird, große Konflikte in ihrem Leben zu verursachen. Es ist wichtig, dass sie vorbereitet sind. Die Tage des Ruhms stehen vor der Tür, aber bevor das geschieht, müssen Sie dies bestätigen, indem Sie den Schutz der Engel würdigen, indem Sie Ihresgleichen hinterlassen. Schreiben Sie 3131 und bitten Sie darum, dass niemand in Ihrer Familie in eine Finanzkrise gerät, da viele Erfolge auf uns zukommen. Gott möchte wirklich, dass Sie Teil dieses letzten Aufrufs sind, damit alles ohne Hindernisse verläuft. Der Feind wird in allen Bereichen ihres Lebens besiegt, und jetzt wird sie nichts mehr schwächen. Die Engel sagen, wenn sie versuchen, aus dieser Botschaft herauszukommen, werden sie einen fragilen Glauben an den Tag legen und sie müssen noch mehr glauben, wenn sie ihr Leben ändern wollen. Gott hat eine wichtige Botschaft über eine Frau aus seiner Vergangenheit, die ihm Schaden zufügen will. Die Engel warnen davor, dass der Tod diese Woche drohte, obwohl göttliches Eingreifen dies verhinderte. Daher ist es wichtig, ihren Glauben zu stärken. Gott erwähnt, dass jeder, der diese Botschaft annimmt, bevor er sie erreicht, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen muss. Der Feind agiert heimlich, um sie aufzuhalten. Daher ist es wichtig, diese Botschaft an alle Gruppen weiterzugeben. Schreiben Sie 1434 und bitten Sie darum, dass Ihre Wege erleuchtet werden und dass Gott den Bedürftigen in Ihrer Familie Heilung schickt. Die Engel warnen dich davor, dass jemand in deinem Freundeskreis deinen Namen aus Neid verleumdet hat und du wirst es bald herausfinden, wenn du es bis zum Ende schaffst. Gott bittet sie, diesen Moment zu nutzen, um Vergebung ihrer Sünden zu bitten und nach Lösungen für alle ihre Probleme zu suchen, wobei sie bedenken, dass ihr Leben in Gefahr ist. Das Ende dieser Botschaft ist wichtig, um endgültige Befreiung zu erlangen und zu verhindern, dass das Böse ihnen Schaden zufügt. Gott wird das große Potenzial offenbaren, das sie haben, um ihre Realität zu verändern, und wird ihr Herz berühren. Die Engel möchten Ihnen gerne Neuigkeiten mitteilen, aber es ist wichtig, dass Sie dieser Nachricht aufmerksam zuhören, um Störungen zu vermeiden. Gott liebt dich und möchte dir helfen, ein angenehmes Leben zu führen, solange du dem göttlichen Weg folgst. Die Engel freuen sich, dass sie diesen Punkt erreicht haben und möchten, dass sie sich beim Empfang ihrer Botschaften wie zu Hause fühlen. Kommentieren Sie jetzt 4545 und bitten Sie darum,
dass alle genannten Segnungen kommen und sich vervielfachen und das Gottesprojekt nicht scheitert. Die Engel übermitteln eine Botschaft großer Hoffnung und ihr Leben wird voller Glück sein. Auch ihre Lieben werden von ihrer Anwesenheit gesegnet sein. Gott sehnt sich danach, dass sie sich willkommen und zu Hause fühlen, während sie seine Botschaften hören, und hofft, dass sie ein erfülltes Leben führen. Gott warnt sie vor einer negativen Energie, die ihre Nächte mit ständigen Sorgen stört. Aber von nun an wird sich alles ändern, wenn sie die vorgestellten Richtlinien befolgen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Vergebung, selbst für diejenigen, die sie in der Vergangenheit verletzt haben, die Lücken in ihrem Leben füllen wird. Ihre Seele muss voller Liebe sein und es ist wichtig, dass sie die Warnung der Engel vor einer Frau in ihrer Familie beherzigen, die schlecht über sie gesprochen hat. Kommentieren Sie mit 4343, um sicherzustellen, dass auf Ihrem Tisch nie ein Mangel an Essen herrscht und jede Krankheit, die sich Ihnen nähern will, zurückgeht. Gott möchte, dass Sie bis zum Ende durchhalten, um ein Leben voller Ruhe zu verdienen, in dem alles gut verläuft. Die Engel fordern Sie auf, Ihre Nächsten aufrichtig zu lieben und dabei Dankbarkeit zu zeigen. Etwas Außergewöhnliches steht bevor und sie möchten Ihnen gerne eine wichtige Angelegenheit über jemanden mitteilen, der vorhat, Ihrem Leben Schaden zuzufügen. Schreiben Sie jetzt 4141, um eine der letzten Bitten zu stellen und die Segnungen zu erhalten, die der Herr für Sie reserviert hat. Wenn Sie Christus nachfolgen, werden Sie gebeten, ein Gefällt mir zu hinterlassen und diese Nachricht nicht zu ignorieren. Gott möchte, dass du Teil der letzten Berufung bist, damit es dir an nichts mangelt und deine Schwächen überwunden werden. Engel kämpfen täglich, um dich zu beschützen und zu verhindern, dass der Feind dich stürzt. Sie erwähnen, dass ihre Mutter möglicherweise eine heikle Zeit durchmacht, aber wenn sie sich die vollständige Botschaft anhören, wird nichts Schlimmes passieren, weil der Herr über sie wacht. Schreiben Sie, ich glaube Ihrem Wort, um zu zeigen, dass es nicht umsonst war, so weit zu kommen. Gott hat ein wunderbares Ziel für Sie parat und möchte Sie nicht verloren und hilflos sehen. Er lädt Sie ein, sich ihm hinzugeben, und versichert Ihnen, dass Ihr Leben von nun an voller Wohlstand sein wird. Die Engel hatten eine Vision, in der diese Botschaft sein Schicksal völlig verändern und ihn aus der Dunkelheit retten würde. Sagen Sie zur Bestätigung Amen. Gott wird eine Vielzahl positiver Gefühle in Ihr Leben bringen, wenn Sie um Vergebung für alle Ihre Sünden bitten. Jemand hat Ihre Schritte beobachtet, getrieben von Neid und Wut, und eine Falle für Ihr Leben vorbereitet. Es ist wichtig, einzugreifen, und um dies zu tun, muss man bis zum Ende vordringen. Gott wird Ihnen einen neuen Job geben und nur er ist in der Lage, Ihre ehrgeizigsten Träume zu verwirklichen. Deshalb bittet er Sie, das Ende zu erreichen. Und es wird etwas Aufregendes passieren, das Universum wird in den nächsten Stunden an Ihrer Seite sein, so dass viele positive Energien Ihr Zuhause umgeben und Sie ein Leben in Frieden und ohne Konflikte ermöglichen. Schreiben Sie jetzt 1212, damit die meisten Segnungen der mächtigen Engel auf Sie herabkommen. Gott wird Ihre Energien stärken, auch wenn Sie müde nach Hause kommen, aber mit großer Ausdauer wird Ihr Moment kommen. Die Engel warnen Sie, sich schnell von einer Person zu entfernen, die bald in Ungnade fallen wird, bevor in Ihrer Familie etwas Schlimmeres passiert. Der Herr des Todes wird morgen versuchen, ein Attentat auf Ihr Leben zu verüben, aber wenn Sie so standhaft bleiben wie jetzt, werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Gott wird Ihnen helfen, alle Ihre Schulden zu begleichen, und bevor dieser Monat September zu Ende geht, werden Sie viele Erfolge erzielen. Glaube. Amen. Die Engel hatten eine Vision, in der etwas Dunkles versuchen würde, sie anzugreifen. Daher ist es wichtig, dass Sie ein Gefällt mir hinterlassen und bis zum Ende des Tages folgen. Amen.
Von heute an wird Gott ihren Lebensweg leiten und viele Türen werden sich öffnen, denn für sie ist nichts unmöglich. Amen. Der Feind versucht täglich, ihren Tod herbeizuführen. Je öfter sie also auf unsere Botschaften hören und sich an Gott halten, desto besser wird ihr Leben geschützt sein. Die Engel sagen, dass sie in den nächsten Schritten dieser Botschaft einen doppelten Segen erhalten und ihre Familie nie wieder Aufruhr erleben wird. Gott ist ihre Zuflucht und sie können darauf vertrauen, dass ihr Leben voller Wohlstand sein wird, wenn sie es bis zum Ende schaffen und Amen sagen. Kommentieren Sie 12,45, damit die Dinge inmitten aller Schwierigkeiten der Vergangenheit jetzt in Fluss kommen, denn Gott erleuchtet ihren Weg. Die Engel sagen, dass von nun an viele positive Dinge in ihrem Leben passieren werden, da der Herr mit ihnen ist. Amen. Gott hat darum gebeten, dass sie jetzt unbedingt ein Gefällt mir hinterlassen, damit innerhalb der nächsten 23 Stunden ein großes finanzielles Wunder geschehen kann. Der Feind will dein Glück nicht und benutzt Menschen, um dich zu Fall zu bringen. Bleiben Sie bis zum Ende, bevor es zu spät ist. Vertraue Gott, er wird dich niemals enttäuschen. Er kümmert sich um sie und seine Pläne sind perfekt für sie. Stellen Sie sich den Herausforderungen und feiern Sie die Siege auf dieser Reise. Denken Sie immer daran, dass Sie nicht allein sind, denn er führt, beschützt und segnet Sie bei jedem Schritt. Ihr Erfolg ist eine Freude für Gott und seine Liebe zu Ihnen ist ewig. Glauben Sie weiterhin an sich selbst, an Ihr Potenzial und an den schönen Weg, der vor Ihnen liegt. Mit der Bestätigung des finanziellen Segens sind Sie bereit, Großes zu erreichen. Gehen Sie mit Glauben, Demut und Dankbarkeit voran und Ihr Weg wird immer intensiver erstrahlen. Wir beenden dieses Gebet mit tiefem Glauben und Dankbarkeit. O wunderbarer Gott, wir danken dir unendlich für all die Segnungen, die du in unser Leben gegossen hast. Wir beten mit Demut und Freude und sind uns bewusst, dass jeder finanzielle Segen, den wir erhalten, ein Geschenk ist, das von ihnen kommt, der Quelle allen Überflusses. Nach diesem Gebet laden wir sie ein, es mit 5 Personen zu teilen und an 5 Freunde oder Kontakte auf WhatsApp zu senden, damit diese Nachricht mehr Menschen erreicht. Brechen Sie diese Kette nicht, denn Ihr Zweck besteht darin, an sich selbst, an Ihre Stärke und an Ihre Fähigkeit zu glauben, die Welt um Sie herum positiv zu beeinflussen. Wenn Sie an Ihrem Glauben festhalten, erklären Sie, ich teile ihn mit Gott. Herr, wir danken dir für die Bestätigung unseres finanziellen Segens und dafür, dass du mit uns auf unserem Weg gehst. Ihre Gnade und Barmherzigkeit waren unerschütterlich, und in Momenten der Unsicherheit und des Triumphs wissen wir, dass ohne ihre Führung und Liebe nichts davon möglich wäre. In diesem Moment des Gebets suchen wir ihre göttliche Weisheit. Schenken Sie uns die Klarheit, die wir brauchen, um zu erkennen, wie wir diese Segnungen nutzen können, um ihren Dienst zu fördern und unseren Mitmenschen zu helfen. Mögen unsere Herzen offen sein, die Bedürfnisse der Menschen um uns herum zu erkennen, und mögen wir großzügig und mitfühlend handeln. Es ermöglicht uns, kreative Wege zu finden, der Gemeinschaft zu dienen und zum Wohlergehen derjenigen beizutragen, denen es weniger gut geht als uns. Wir möchten, dass unsere Großzügigkeit eine greifbare Manifestation der Liebe in Aktion ist. Schenken Sie uns die Weisheit, treue Verwalter der Ressourcen zu sein, die Sie uns anvertraut haben. Wir bitten Sie, uns mit Ihrer Weisheit zu erhellen und uns dabei zu helfen, umsichtige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Mögen unsere Investitionen verantwortungsvoll sein und unsere Finanzpläne auf Ihre Ziele abgestimmt sein. Helfen Sie uns, alle Ängste und Befürchtungen rund um Geld zu überwinden, denn wir vertrauen darauf, dass Ihr Vorrat konstant und reichlich vorhanden ist. Wir bieten, dass unser finanzieller Segen über unsere eigenen Bedürfnisse hinausgeht und es uns ermöglicht, Werkzeuge Ihres Friedens und Ihrer Liebe zu sein,
während wir unsere Ressourcen mit denen teilen, die sie am meisten brauchen. Wir suchen nach kreativen Wegen, um der Gemeinschaft zu dienen und zum Wohlergehen der weniger Glücklichen beizutragen, und dafür, dass unsere Großzügigkeit ein greifbarer Ausdruck geliebter Liebe ist. Wir bitten dich, Herr, auch um deinen Schutz und deine Führung auf unserem finanziellen Weg. Wir sind uns bewusst, dass wir vor Herausforderungen und Hindernissen stehen werden, aber wir vertrauen darauf, dass sie uns stärken und leiten können. Helfen Sie uns, jeder Herausforderung mit Glauben und Entschlossenheit zu begegnen. Mögen unsere Herzen immer voller Dankbarkeit sein, sowohl für die Segnungen, die wir bereits erhalten haben, als auch für die, die noch kommen werden. Mögen wir in allen Bereichen unseres Lebens Vorbilder der Dankbarkeit sein und ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit widerspiegeln. Schließlich bitten wir darum, dass unser Leben von Demut und Dienst geprägt sein soll. Wir denken daran, dass alle Segnungen, die wir erhalten, von Ihnen kommen und dass wir lediglich vorübergehende Verwalter dieser Ressourcen sind. Ermächtige uns, diese Segnungen in deinem Namen zur Erfüllung deiner Ziele auf Erden zu nutzen. Amen. Wir erheben unsere Gebete mit Zuversicht und sind fest davon überzeugt, dass ihr göttlicher Wille in unserem Leben erfüllt wird. Wir bitten dich, Herr, uns zu segnen, während wir auf unserem Weg voranschreiten, geleitet von Glauben, Hoffnung und Liebe. Möge dein Licht durch uns scheinen und den Weg für alle erhellen, denen wir begegnen, indem wir den Namen Jesu anrufen. Amen. Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ihr finanzieller Segen zwar ein kostbares Geschenk ist, Ihr wahrer Reichtum jedoch in Ihrem spirituellen Weg und den Beziehungen liegt, die Sie mit anderen aufbauen. Das Leben erhält einen Sinn, wenn Sie alle wesentlichen Bereiche in Einklang bringen und eine ausgewogene Sicht auf das Spirituelle, Emotionale und Finanzielle bewahren. Sie dürfen nicht aus den Augen verlieren, worauf es im Leben wirklich ankommt: Liebe, Mitgefühl, Demut und Dienst am Nächsten. Denken Sie daran, dass wir immer an Ihrer Seite sind, Ihre Gebete erhören, Ihre Schritte leiten und Sie mit unserer ewigen Liebe umgeben. Mögen Sie mit der Bestätigung dieses finanziellen Segens mit Zuversicht und Zielstrebigkeit voranschreiten. Amen. Sie sind bereit, auf Ihrem Weg zu glänzen und erfolgreich zu sein. Gehen Sie weiterhin mit Zuversicht, Demut und Dankbarkeit voran und denken Sie daran, dass wir immer für Sie da sind. Wir ermutigen Sie, eine Wachstumsmentalität zu entwickeln, da die Welt voller Chancen und Herausforderungen ist. Ihr Wunsch zu lernen und sich weiterzuentwickeln ist entscheidend, um dieses Geschenk optimal zu nutzen. Entdecken Sie neue Horizonte und erwerben Sie neue Fähigkeiten, denn Bildung und Wissen sind Ihre starken Verbündeten auf der Suche nach Erfolg und Erfüllung. Denken Sie daran, dass jede Herausforderung, der Sie gegenüberstehen, eine Chance zum Lernen und Stärken ist. Beharrlichkeit ist der Schlüssel zum Erreichen Ihrer finanziellen Ziele. Die größten Erfolge kommen oft nach der Überwindung schwieriger Zeiten. Gehen Sie weiter voran, auch wenn Sie auf Hindernisse stoßen, die unüberwindbar erscheinen. Seien Sie geduldig, da es einige Zeit dauern kann, bis die Bestätigung des finanziellen Segens vollständig zustande kommt. Behalten Sie den Glauben, konzentrieren Sie sich und arbeiten Sie hart, im Wissen, dass die Zeit auf Ihrer Seite ist. Vernachlässigen Sie bei dieser Reise nicht Ihr körperliches, emotionales und spirituelles Wohlbefinden. Um ein ausgeglichenes und glückliches Leben zu führen, ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Nehmen Sie sich Zeit zum Entspannen, Meditieren und um neue Energie zu tanken. Denken Sie daran, dass Sie ein heiliger Tempel sind und Fürsorge und Aufmerksamkeit verdienen. Diversifikation ist eine kluge Strategie, wenn Ihr finanzieller Segen wächst. Widerstehen Sie der Versuchung, alle Ihre Ressourcen an einem Ort zu konzentrieren.
Durch die Diversifizierung ihrer Anlagen und Ressourcen können sie Risiken reduzieren und ihr Vermögen langfristig schützen. Mit Disziplin und Konzentration sind sie besser darauf vorbereitet, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und die Chancen zu nutzen, die die Welt zu bieten hat. Um eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen, halten Sie stets Ihre spirituelle Verbindung aufrecht. Ihre finanzielle Reise ist nur ein Teil Ihrer umfassenderen spirituellen Reise. Bleiben Sie durch Gebet, Meditation und Reflexion in Verbindung und finden Sie Führung in unserer göttlichen Verbindung. Denken Sie daran, dass Sie ein Instrument göttlichen Segens in dieser Welt sind. Nutzen Sie diesen Segen, um einen positiven und dauerhaften Einfluss auf das Leben anderer zu haben. Großzügigkeit und Mitgefühl sind Wege zu einem Herzen voller Liebe. Suchen Sie bei finanziellen Entscheidungen nach Weisheit. Respektieren Sie die göttliche Führung und treffen Sie kluge und verantwortungsvolle Entscheidungen in Bezug auf Ihre Finanzen. Integrität ist die Grundlage göttlichen Vertrauens. Bleiben Sie Ihren Prinzipien treu, auch wenn die Versuchung groß ist, anders zu handeln. Ehrlichkeit und Transparenz sind hochgeschätzte Tugenden. In unserem letzten Gebet: Lieber himmlischer Gottvater, wir richten unsere Bitten demütig an dich. Wir erkennen Ihre Souveränität und Ihre unendliche Gnade an. Wir bitten Sie, unseren Weg zu erhellen, uns zu helfen, die Botschaften, die wir erhalten, zu verstehen und zu erkennen, und uns anzuleiten, in Übereinstimmung mit Ihrem Willen zu handeln. Schenken Sie allen Lesern, die diese Nachrichten erhalten haben, Ihren Segen. Wir vertrauen auf Ihr Versprechen von Frieden, Wohlstand, Liebe und Gesundheit. Wir bitten darum, dass diejenigen, die aus Eifersucht oder schädlichen Absichten handeln, in dir Erlösung und Transformation finden, Herr. Wir bekräftigen unser Vertrauen in sie und bitten sie, uns weiterhin auf unserem Weg zu begleiten und uns vor allen Bedrohungen und Widrigkeiten zu schützen. Unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schulden, so wie wir unseren Schuldnern vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Denn dein ist das Königreich, die Macht und die Herrlichkeit für immer. Amen. Möge dieses Gebet uns im Glauben und in der Hoffnung vereinen und möge wir auf unserem Weg Trost und Führung finden. Amen. Schreiben Sie: Ich vertraue auf meinen höchsten Gott und liebe ihn ungemein. Lehne meine Korrektur nicht ab, höre auf meine Nachrichten und schenke mir deine ganze Aufmerksamkeit. Lass nicht zu, dass Stolz dein Herz erfüllt. Ich wünsche dir, dass du bescheiden und einfach bist wie ich. Es ist an der Zeit, aufzustehen und die Fehler der Vergangenheit hinter sich zu lassen, ohne den Glauben zu verlieren. Hören Sie auf Ihr Gesicht herabzuschauen, und genießen Sie die guten Dinge, die Ihnen bevorstehen. Weil ich, dein himmlischer Vater, dich auserwählt habe, mein Erbe zu erhalten. Du wirst die nötige Kraft erhalten, um dich auf mein Wort zu konzentrieren und Maßnahmen zu ergreifen, die dein Wachstum fördern, indem du deine Energie nutzt, um denen, die du liebst, Freude zu bereiten. Es gibt viele Menschen, die sie in guten wie in schlechten Zeiten begleitet haben. Es gibt auch Menschen, die in großer Not sind und denen sie helfen können. Ich kann sie nutzen, um ihrer ganzen Stadt einen Segen zu verleihen, damit sie als Beispiel für Gerechtigkeit und Ehrlichkeit sehen. Du hast ein großes Herz und bis zum Ende dieser Woche erwarten dich tolle Events. Vielen Dank, dass Sie sich diese Nachricht angehört haben. Jetzt haben Sie auf dem Videobildschirm ein Signal empfangen. Lassen Sie Ihre Intuition entscheiden, welche göttliche Botschaft Sie als nächstes erhalten möchten. Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen mit einem Herzen voller Dankbarkeit hierher für die Gelegenheit,
die Botschaft der Liebe und des Glaubens mit Ihnen allen zu teilen. Wir hoffen, dass Sie von dem, was wir heute hier geteilt haben, gesegnet und inspiriert wurden. Wir wissen, dass viele von Ihnen ein wesentlicher Teil dieses Dienstes waren und uns mit Ihren Gebeten und Ihrer Fürsorge unterstützt haben. Und wenn Sie über diesen Kanal die Gegenwart Gottes in Ihrem Leben gespürt haben und dieser Dienst für Sie eine Quelle der Ermutigung war, bitten wir Sie, darüber nachzudenken, eine kleine Spende zu leisten, um uns dabei zu helfen, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe und der Liebe weiter zu verbreiten. Glaube. Jede Spende, egal in welcher Höhe, macht einen großen Unterschied. Sie ermöglichen es uns, mehr Menschen zu erreichen, hochwertige Inhalte zu erstellen und das Licht Christi an entfernte Orte zu verbreiten. Eine weitere Möglichkeit, uns zu helfen, besteht darin, Mitglied dieses Kanals zu werden, was uns dabei helfen wird, diesen Dienst stark und aktiv zu halten. Als Mitglied werden Sie Teil unserer virtuellen Familie und helfen uns, noch mehr Leben mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Klicken Sie dazu einfach auf Danke oder Mitglied werden unterhalb des Videos. Bitte denken Sie daran, dass alle Beiträge, ob groß oder klein, sehr geschätzt werden. Sogar diejenigen, bei denen es nicht um einen Geldwert geht, sondern die bloßes Teilen dieses Videos mit denen, die es brauchen, oder ihre Anwesenheit hier, wissen, dass es immens lohnend ist. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Reise mit uns sind. Wir beten weiterhin für Sie alle und glauben, dass wir gemeinsam einen Unterschied in der Welt bewirken können. Möge Gott Sie und Ihre Familie reichlich segnen. Bis zum nächsten Video. Liebe und Frieden in Christus.